Agenten in Hollywood und der Unterhaltungsbranche. Wenn man an die Nachrichten denkt, denkt man normalerweise an unabhängige Journalisten, die sich von niemandem beeinflussen lassen. Was? Was, Bruder? Dann ist es doch klar, dass die öffentliche Meinung am besten durch Entertainment und Nachrichten und Medien einfach gesteuert wird. So. Dann ist es doch aber auch klar, dass die dann versuchen, da so einen gewissen Einfluss drauf zu nehmen, damit die Bevölkerung mehr oder weniger hinter den politischen Entscheidungen steht. Some members of the media use their platforms to push their own personal bias. To push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. Den gleichen Wortlaut, meine lieben Freunde, 1:1. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Nur Liebe geht raus von mir und von meinem ganzen Chat an euch natürlich auch. Und zwar hat der Bruder Flex Doku heute endlich mal wieder ein neues Video hochgeladen, welches heißt Agenten in Hollywood und der Unterhaltungsbranche. Ich frage mich, welche Agenten er meint. CIA-Agenten oder Matrix-Agenten? Oder sind es vielleicht die gleichen? Es wird wieder verschwörungsmystisch, wenn ich das so nennen darf hier an der Stelle. Interessante Themen. Ich hab Bock drauf. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben. Kanal abonnieren natürlich auch. Und wir gehen jetzt rein in den Peter. Let's go. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles nice, bruv. Hoffe bei dir auch. Wenn man an die Nachrichten denkt, denkt man normalerweise an unabhängige Journalisten, die sich von niemandem beeinflussen lassen. Ich denke daran, was? Wer denkt heutzutage noch so, mein Bruder? Ich denke da eher an gleichgeschalteten Salat. So. Nachrichten, da kriegst du ja nichts mehr raus, Bro. Die sind alle gleichgeschaltet, erzählen alle denselben Mist. Leider. Deswegen für mich seit Corona, spätestens seit Corona, habe ich echt sehr wenig Vertrauen noch in die Mainstream-Nachrichten. Ich mache das so, wenn irgendein Ereignis passiert, dann gucke ich in verschiedenen Ländern in die Nachrichten rein, um so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, was wirklich abgeht. So. Aber ich glaube ARD, ZDF etc. nicht mehr. Nicht mehr. Vielleicht sind ein paar Sachen wirklich true, aber so grundsätzlich ist das schon ein heftiges Missvertrauen. Nicht nur Medien, sondern auch Politik gegenüber. Das ist nicht immer so. Im heutigen Video werden wir uns anschauen, wie amerikanische Behörden und Konzerne Medien und Unterhaltungsagenturen beeinflussen, um die öffentliche Meinung zu formen. Krass, krass, wusste ich gar nicht. Wir schauen uns ein paar Aussagen von ehemaligen Regierungsbeamten an und eine Komiteeanhörung aus den 70er Jahren, wo zugegeben wurde, dass dies stattgefunden hat. Auch gehen wir auf geheime Operationen in Hollywood. Es macht aber auch irgendwie Sinn, ne? Wenn du dir jetzt einfach mal nur so vorstellst, dass du irgendwie jemand bist, der so ein mächtiger Mensch in einem Land ist, so, ne? Und viele Entscheidungen treffen kann, Politiker einfach bist und sagst, ey, ich will die und die politischen Dinge verändern und ich möchte hier einen Einfluss drauf nehmen und so. Dann ist es doch klar, dass die öffentliche Meinung am besten durch Entertainment und durch Nachrichten und Medien einfach gesteuert wird, so, weißt du? Dann ist es doch aber auch klar, dass die dann versuchen, da so einen gewissen Einfluss drauf zu nehmen, damit die Bevölkerung mehr oder weniger hinter den politischen Entscheidungen steht, die ich treffe, so, weißt du? Es macht für mich auf jeden Fall Sinn, wenn ich mich in die Lage reinversetze, wenn ich jemand bin, der einfach sehr machtgeil ist und der immer mehr Macht haben möchte und sehr viel Geld auch auf der Seite habe und immer mehr Geld machen möchte, so, dass ich das dann tue, so. Oder nicht, Digga? Also für mich persönlich macht es Sinn. Der Hip-Hop-Szene ein. Und schauen uns die Behauptung an, dass viele Personen des öffentlichen Lebens Agenten sind und ein Fall einer Operation in Kuba, wo man versucht hat, die kubanische Hip-Hop-Szene zu infiltrieren, um die Regierung zu stürzen. Außerdem schauen wir uns einen vor kurzem entstandenen Leak eines BlackRock-Mitarbeiters an, der krasse Behauptungen aufgestellt hat. Krass, Digga. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Wir sind da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business. Man hat es ja auch bei Twitter gesehen, ne? Das ist ja offiziell. Elon Musk hat ja die Dateien und die Dokumente geleakt, wo quasi offengelegt wurde, dass CIA-Agents teilweise dafür gesorgt haben, beziehungsweise Regierungsapparat, die generell dafür gesorgt haben, dass gewisse Menschen gebannt werden, dass eine gewisse Meinung zensiert wird, etc.
nicht nur was das Thema Corona angeht, sondern auch was das Thema Wahlen angeht und Joe Biden, sein Sohn etc. Also es wurde ein ganzer Kanal gelöscht, und zwar der von den New York Post, weil die über diesen Laptop berichtet haben, wo dubiose Dinge gefunden wurden über den Sohn von dem Typen, der gerade zum Präsidenten gewählt werden soll. Weißt du, wie ich meine? Und dann willst du mir sagen, dass da keine Beeinflussung stattfindet? So, also es gibt einfach viele Sachen heutzutage, das hat Social Media auch mit sich gebracht, die uns zeigen, dass es so ist. Some members of the media use their platforms to push their own personal bias. Das ist geil, das kenne ich schon. Digga, die haben den gleichen Wortlaut, meine lieben Freunde. Eins zu eins, gebt euch das mal. Names in the business. Some members of the media use their platforms to push their own personal bias. To push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. Investigation. Come on, Freunde. Ja, Digga, ich weiß, manche denken, ich bin voll der Aluhutträger und das ist alles hier verschwörungsmystisch und daran ist nichts wahr und so, aber ey, wenn man ein bisschen selbst denkt, dann sieht man doch Dinge, oder? Ich weiß auch, dass ich vielleicht mal hier und da mir was reingezogen habe, was ein bisschen drüber war oder so. Ich versuche trotzdem immer so, jeder Mensch macht Fehler so. Weißt du, ich versuche trotzdem so klar wie möglich zu denken und mir die Sachen wirklich so nochmal zu hinterfragen und mich selbst zu hinterfragen. Aber ein paar Sachen sind einfach so offensichtlich, da kannst du nicht mehr sagen, nee, das ist nicht so. USAID's covert infiltration into Cuba's underground hip-hop scene. Yes, I think probably Hollywood is full of CIA agents and we just don't know it. And I wouldn't be surprised at all to discover that, you know, this was extremely common. Extremely common. Operation Mockingbird war eine verdeckte Operation der US-Regierung, die von der CIA durchgeführt wurde, um pro-amerikanische Propaganda in amerikanischen Medien und Tarnorganisationen zu verbreiten. Ab den 1950er Jahren begann die CIA Studenten und Medienleute anzuheuern, um falsche Geschichten zu schreiben oder Geschichten zugunsten der US-Regierung zu verschönern. Angeblich lässt sich der Ursprung dieser Operation auf den Kalten Krieg zurückführen. Die CIA war besorgt, dass die sowjetische Propaganda ihre eigene Bevölkerung sowie andere Länder beeinflussen könnte. Daher soll Operation Mockingbird als Reaktion auf diese Bedenken entwickelt worden sein. Andere dagegen sagen, um die eigene Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Es wird behauptet, dass diese Ja, und auch auf die Seite der politischen Entscheidungen zu holen. Ne? Ist natürlich geiler, wenn die Bevölkerung hinter den Sachen steht, die du als Politiker beschließt. Amerikanische Behörde, Journalisten und Medienorganisationen infiltriert und beeinflusst hat, um die Berichterstattung zu steuern und die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Diese Behauptung stützt sich auf Berichte über enge Verbindungen zwischen Journalisten und Geheimdienstmitarbeitern sowie auf die Tatsache, dass einige Medienunternehmen Finanzierung von dieser amerikanischen Behörde erhalten haben. Journalist Karl Bernstein, der zusammen mit seinem Partner den Watergate-Skandal aufdeckte, schrieb in seinem Artikel The CIA and the Media, den er 1977 veröffentlicht hatte, dass Reporter nicht nur von der CIA bezahlt wurden, sondern umfassendere Beziehungen zu den Behörden pflegten und sogar Notizbücher mit ihnen teilten. Einige erhielten für ihre Arbeit... Ich glaube, das wurde auch immer schlimmer mit der Zeit, ne? Ich glaube zum Beispiel in den Anfängen von Zeitungen und von Medien etc. war es noch einfacher, deine Meinung zu äußern und da hat es noch diversere Meinungen gegeben, auch in Deutschland, aber das wurde dann immer mehr gleichgeschaltet und das hat natürlich seine Gründe auch so ein bisschen. Mehr als $500,000. Bei der sogenannten Church-Komitee-Anhörung 2 Jahre zuvor wurde bestätigt, dass die CIA Journalisten bezahlt hat, um Geschichten zu verbreiten. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces. Guck mal. Genau so eine Befragung hat auch stattgefunden mit wegen Twitter und wegen Corona. Warte mal kurz, das muss ich mal raussuchen, ja? Other two American journals. Im Jahr 1983 berichtete der ehemalige CIA-Agent John Stockwell, dass die CIA schon zu dieser Zeit über 400 Journalisten und 25 Organisationen auf der ganzen Welt auf ihrer Gehaltsliste hatte. Ja, das dient doch dazu zum Demokratieerhalt, Mann. Das machen die ja nur wegen guten Gründen, weißt du, wie ich meine? Die müssen ja da gucken, damit da nicht, weißt du, das ist alles zum Schutz der Bevölkerung. Die Journalisten haben echte, aber auch falsche Informationen gekriegt, die sie verbreiten sollten. Sie waren keine Journalisten mehr, sondern sozusagen Undercover-Agenten. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them, so you can say, here, plant this one next Tuesday.
Can you do this with responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business. Krass, 400 Journalisten. Wer ist er, der da redet gerade? The stories into the press. Doch nicht nur Journalisten von Zeitschriften sollen bezahlt worden sein, sondern auch Newsender. Und das angeblich noch bis heute. Aber auch wenn diese nicht bezahlt werden... Ja, Digga, ich wusste es mal... Warte mal kurz. Ja, Digga, das ist es, Bro. Das will ich kurz einblenden. Das ist nowadays, ja? Also wegen dem, was er eben gesagt hat, von wegen, das könnte eventuell nur früher so gewesen sein und ist heute nicht mehr so. Es geht um Twitter und es geht um die, ob die Regierung Twitter quasi beeinflusst hat, wo es darum ging, gewisse Menschen zu zensieren. Ja? Das ist ein US-amerikanisches Gericht hier, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Kann ich hier auch Untertitel machen? Ja, ne? Aber kann ich hier nicht Deutsch machen, Untertitel? Geht nicht? Schade, aber für alle, die Englisch können, die wissen Bescheid. Für alle, die kein Englisch können, falls ich das bei YouTube mit reinnehme, könnt ihr selber, glaube ich, den Untertitel jetzt aktivieren, auf Deutsch machen und dann geht's los. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards. And you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gatti? No, I'm not. Okay, what makes you think you or anyone else of Twitter have the medical expertise to censor actual, accurate CDC data? Wer denkst du, wer du bist, dass du das tun darfst, fragt die mehr oder weniger, wenn du kein Arzt bist, das zu beurteilen, ob das Facts sind oder nicht. I'm not familiar with these particular situations. Yeah, I'm sure you're not, but this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. It is the government's own data. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to pressure Twitter to moderate or censor certain tweets? Ja, das ist kurz als Übersetzung. Sie fragt jetzt hier gerade eine Ex-Twitter-Executive, ob die Regierung jemals sie oder jemanden bei Twitter dazu aufgefordert hat, irgendwas zu zensieren. Ja, und das ist ihre Antwort. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets? Yes or no? We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Boom. Ja, ich weiß, ich bin nur ein komischer Verschwörungsmystiker. Ich küsse eure Zirbeldrüse, ja. Gibt es seit einigen Jahren keine große Entscheidung mehr bei der Wahl der Medien. Vor 37 Jahren kontrollierten 50 Unternehmen die Medien in Amerika. Im Jahr 2023 werden 90% der amerikanischen Medien nur noch von 6 Konzernen kontrolliert. Heutzutage glauben die Amerikaner, dass sie eine unbegrenzte Vielfalt an Unterhaltungs- und Medienoptionen haben. Aber so ist es nicht. Man hat die Illusion, dass man sich entscheiden kann, von wo man seine Nachrichten bezieht. Doch im Endeffekt ist alles das Gleiche. Für diese. Das Krasse ist halt, weil Leute auch immer so heftig gegen die USA sind und so. Und ich verstehe auch, wo die herkommen. Also, I know where they're coming from. But ich kann mir sowas in Deutschland nicht vorstellen, ne? Dass sowas passiert, wie in diesem Gerichtssaal gerade. Dass sowas überhaupt actually, dass es wirklich passiert hier in Deutschland. So weit wird es hier nicht kommen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, das deutsche System ist, wird es nicht zulassen, dass sowas überhaupt passiert und dann auch noch in der Öffentlichkeit ausgestrahlt wird. So. Kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich. Konzerne kann man Aktienanteile kaufen. Und es gibt eine Firma, auf die wir gleich eingehen, die in fast allen Medienorganisationen die meisten Aktienanteile hält. Es gibt keine unvoreingenommenen Nachrichten. Journalisten, die für diese 6 Unternehmen arbeiten, sind ihren Eigentümern Rechenschaft schuldig und verfolgen letztendlich deren Ziele. Deshalb sind in den News die Guten immer die Guten und die Schlechten immer die Schlechten. Man hat immer die gleichen Feindbilder. Das gleiche gilt auch für die großen Social Media Unternehmen, denen Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube gehören. Die Konzerne verschweigen Das finde ich halt so schade, weißt du, wie ich meine? Weil das waren mal Plattformen, wo man sich angeblich selbst präsentieren kann und seine eigene Meinung äußern kann, ohne dass man dafür irgendwie mit Konsequenzen zu rechnen hat. Aber seitdem diese ganzen Werbefirmen da reingekommen sind und dass die quasi mehr oder weniger steuern, was monetarisiert wird und was nicht und entscheiden, welcher Content angemessen ist und welcher nicht und YouTube dementsprechend auch dann den Content bewirbt und pusht und promotet oder in gute Algorithmen reinpackt oder nicht, weißt du, wie ich meine? Es ist einfach wie Fernsehen geworden leider mit der Zeit.
schade, sehr, sehr, sehr schade. Also man muss definitiv auf andere Plattformen langsam ausweichen, weil ich glaube, das wird in Zukunft noch schlimmer. Und gerade in Europa so. Deswegen follow me on Rumble, unten verlinkt, Vecio. Eine Meinung und zensieren Inhalte, deren Sichtweisen ihnen nicht passen. Oft werden Sachen mit Fact-Checks zensiert und als falsche Informationen gekennzeichnet, obwohl die Informationen in den Beiträgen der Wahrheit entsprechen. Zu diesem Thema gibt es ebenfalls einen belegbaren Fall. Im Jahr 2021 ist Twitter aufgefallen, dass sie beschuldigt wurden, die gegen diese Krankheit gesprochen haben, die vor kurzem ausgebrochen ist, zensiert zu haben. Die Kommission veröffentlichte Juli 2021 die Ergebnisse des Desinformationsüberwachungsprogramms. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden gemäß Berichten von Twitter insgesamt 1500 Konten gesperrt, 43.000 Tweets entfernt und 11,7 Millionen Konten wegen der Verbreitung von Desinformation angeklagt. Im Mai 2021 wurden allein auf Facebook und Instagram etwa 76.000 Beiträge gelöscht, da sie gegen die Richtlinien zur Fehlinformation verstoßen hatten. Nachdem Elon Musk Twitter im Jahr 2022 erworben hatte, teilte er und sein Team mit. Es kommt auch immer darauf an, Fehlinformationen kann auch, weißt du, wie ich meine? Also das, was vor einem Jahr Fehlinformation war, ist heute keine Fehlinformation mehr. Bro, das ist so krass, welche Leute da auch entscheiden. Es geht eigentlich nicht um Fehlinformationen, es geht einfach darum, unterstützt du das aktuell politische Narrativ, ja oder nein? Nein, das ist schon ein Grund, dich zu zensieren und deine Posts auszublenden und nicht so krass zu promoten. Unterstützt du das Narrativ? Ja, okay, dann let's go. Weißt du, wie ich meine? Let's get it on. Dass die Löschung... Das ist easy peasy heutzutage. ...konnten um Beiträgen aufgrund von Druck des Weißen Hauses und internationalen Organisationen stattgefunden hat. Es wurde jedoch festgestellt, dass die veröffentlichten Informationen über die Behandlung dieser Krankheit und Impfstoffe... Das ist teilweise Harvard, ne? Harvard-Leute, Harvard-Doktoren, Leute, die wirklich ein heftiges Studium hinter sich gebracht haben und die Dinge gesagt haben, wurden zensiert. So, New York Post, New York Times oder Post, ich weiß nicht ganz genau, wurde zensiert, wurde gebannt, wurde gelöscht, weil sie Dinge rausgehauen haben, was die Regierung nicht möchte, Digga. Weißt du, was ich meine? Come on, bro. Wie zum Beispiel Nebenwirkungen und Wirksamkeit bei Kindern auf offiziellen Quellen und medizinischen Publikationen beruhten. Trotzdem wurden tausende Beiträge zensiert. Der nächste Clip, den wir uns anschauen, zeigt uns erstens, wie sehr versucht wird, den Menschen einzureden, dass alles, was auf Social Media an Informationen verfügbar ist und Joe Rogan, bester Mann, ja. Der offiziellen Narrative entspricht, Fake. Der redet einfach über sowas in seinem Podcast und ist der größte Podcast der Welt, Bro. Geil, Alter, ich will auch dahin. Und zweitens, wie stark die Nachrichten in Amerika beeinflusst werden. Eine unbekannte Person im Internet hat sich die Mühe gemacht und mal gezeigt, dass auf fast jedem Newskanal in Amerika genau das gleiche gesagt wird. Und nicht nur ähnlich, sondern Wort für Wort das gleiche. Sie haben das gleiche Script. It's local news people all saying like the exact same thing. It's really weird. No. It's one of those things where you go like, I kind of knew that this happened, but to see it happen so blatant. Das ist so krass, dass der das einfach, weißt du, was ich meine? So, ich finde das so geil, dass es der größte Podcast der Welt ist, so, mit den meisten Hörern und dass er genau über solche Dinge redet, so. Also das ist Inspiration für mich, weißt du? Dass er das einfach durchzieht und dass sie ihn nicht weggecancelt bekommen oder da wegbekommen von dieser Position. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. Eins zu eins die gleichen Worte, ja. This is scary. Yeah, this is the scariest. Well, that's propaganda. Es hat den Anschein, als ob... Das ist so krass, Alter. Sagst du das in Deutschland, bist du ein rechter Verschwörungsnazi, Alter, und wirst gecancelt. Keiner will mehr mit dir sitzen und reden. Scheiße, Bro. Ex-Konzerne, die Medienlandschaft kontrollieren. Aber natürlich sind diese Konzerne börsennotierte Unternehmen. Also man kann Anteile kaufen und je nachdem, wie groß diese sind, kann man dann Einfluss auf den Konzern haben. Es gibt einen Konzern, der bei fast allen Medienorganisationen große Aktien... BlackRock, wa? Und der öffentlich zugibt, dass er bestimmte Verhaltens- und Sichtweisen erzwingt. Dieses Unternehmen ist BlackRock. You have to force behaviors and... Da ist er, Alter, Larry, der Kelp. BlackRock, we are forcing behaviors. You know, what we are doing internally is, if you don't achieve these levels of impact, your compensation could be impacted, okay? We're doing the same thing. And so, it's just, you have to force behaviors. Für diejenigen, die es nicht wissen, BlackRock ist eines der mächtigsten und einflussreichsten Unternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen verwaltet ein riesiges Vermögen im Namen seiner Kunden.
darunter private Investoren, institutionelle Anleger und Regierung. Sie besitzen große Beteiligungen in einige der größten und einflussreichsten Unternehmen weltweit, darunter Amazon, Microsoft sowie 5 von den 6 Medienunternehmen, die wir vorhin besprochen haben. Darüber hinaus ist BlackRock auch in Hinsicht in Kritik geraten. Vor kurzem sind einem Mitarbeiter von BlackRock vor versteckter Kamera ein paar sehr interessante Sachen ausgerutscht. Das habe ich nicht mitbekommen, das ist interessant jetzt hier. Behauptete, dass sie an Korruption, Bestechung und die Förderung von Kriegen, wie zum Beispiel dem Russland-Ukraine-Konflikt, beteiligt seien. Außerdem behauptete er, dass... Aha, ich habe gehört, es wurden schon Deals eingetütet, Ukraine-technisch, dass sie mit BlackRock einen Deal haben, dass BlackRock quasi den Wiederaufbau der Ukraine finanziert irgendwie. Irgendwie gibt's da schon Deals. Mit so viel Geld, wie BlackRock hat, nicht nur News, sondern Präsidenten und Senatoren beeinflussen kann. Es geht nicht darum, wer der Präsident ist, Digga. Guck mal her. Es geht nicht darum, wer der Präsident ist. Es geht darum, wer die Geldbörse des Präsidenten kontrolliert. Die Propaganda soll aber nicht bei den News aufhören, sondern geht bis nach Hollywood und in die Hip-Hop-Szene. Zum Beispiel ist es kein Geheimnis, dass die CIA auf Drehbücher schaut und Sachen umschreibt. Deswegen hört auf, zu viel Musik zu konsumieren, unbewusst vor allen Dingen, und zu viel Filme reinzuziehen oder Serien, Bro. Unterschwellig werdet ihr in eine gewisse Richtung getrieben. Wenn man zum Beispiel einen Film über Krieg, Armeen und so weiter produzieren will und zum Beispiel Kampfjets haben will oder an bestimmten Orten drehen will, muss man dieser amerikanischen Behörde bei dem Drehbuch vollen Eingriff geben. Aber auch so soll diese Behörde bei den erfolgreichsten Filmen mitschreiben. Sie sollen in tausenden Hollywood-Filmen involviert sein. War, glaube ich, schon immer so, ne? Auch Rambo damals und so. Der Russe wurde immer als der heftige Feind dargestellt und man hat auch den Vietnamkrieg dann gerechtfertigt und so. Es war schon immer so, dass die da in Hollywood auf jeden Fall immer schön die US-Propaganda angeschmissen haben, wenn ich das so sagen darf. Und man fällt auch drauf rein, ne? Haben die gut gemacht auch teilweise. Nur von außen das Geschehen in Hollywood beeinflussen, sondern mittendrin sein. Zum Beispiel wird behauptet, dass viele Schauspieler, Rapper, Talkshow-Hosts und so weiter Agenten sind. Bei Rocky auch, Ben Affleck. Es wird behauptet, dass Ben Affleck in Wirklichkeit ein Agent ist und seine Karriere als Schauspieler und Regisseur lediglich als Tarnung für seine geheimen Aktivitäten ist. Es wird spekuliert, dass seine Filme und öffentlichen Auftritte dazu dienen, Informationen zu sammeln, geheime Botschaften zu übermitteln oder bestimmte politische Ziele zu fördern. Crazy. Er selbst. Jetzt gehen wir rein in die Recherche, meine lieben Freunde. Behauptete in einem Interview zu einem Film, in dem ein CIA-Agent spielt, dass Hollywood mit großer Wahrscheinlichkeit voller Agenten ist. I think there are probably quite a few. Yes, I think probably Hollywood is full of CIA agents, and we just don't know. And I wouldn't be surprised at all to discover that, you know, this was extremely common. Are you CIA? Woher weißt du das? What the fuck, Digga? Sie sagt, bist du ein Agent? Er sagt, ja, komm mal. Discover that, you know, this was extremely common. Are you CIA? I am, yes. And now you've blown my cover, so there goes my career. I hope the directing thing better work out. Im Rap so. Was ebenfalls präsent sein. Es gibt einen bewiesenen Fall, der aber nicht in der amerikanischen Hip-Hop-Szene stattgefunden hat, sondern in Kuba. Und der uns zeigt, dass die amerikanischen Behörden wissen, dass man besonders die Jugend durch Rap beeinflussen kann. Laut Informationen der Associated Press hat die amerikanische Entwicklungsorganisation USAID mehr als 2 Jahre versucht, heimlich in die Untergrund-Hip-Hop-Szene Kubas einzudringen. Die Idee bestand darin, Kubas Rapper zu nutzen, um bestimmte Botschaften zu pushen, um ein Netzwerk junger Menschen aufzubauen, die sozialen Wandel suchen, um eine Revolution gegen die kubanische Regierung auszulösen. Krass. Das Programm ist in Dokumenten beschrieben, die Creative Associated... Also, dass sie in anderen Ländern so alles machen, was sie können, so Wahlen beeinflussen und so, haben wir auch schon in dem Reels gesehen, dass sie das machen, dass... CIA oder Amerika generell, die sind schon sehr crazy auf jeden Fall, ne? Das weiß aber jeder von uns, glaube ich, so. Egal, wie tief du in der Recherche drin bist oder nicht, dass sie schon immer sehr viel Unfug getrieben haben auf der ganzen Welt, war schon immer so, aber sowas habe ich noch nie gehört. International betreffen. Ein Unternehmen aus Washington, das Millionen von Dollar erhalten hat, um die kubanische Regierung zu untergraben. But Los Aldeanos were unknowingly part of a secret USAID project aimed at sparking a youth movement against the Cuban government. An AP investigation released Thursday revealed USAID's covert infiltration into Cuba's underground hip-hop scene.
They are subverting Cubans, trying to infiltrate the Cuban youth with this, but I think it's wrong and they shouldn't be doing this. In Amerika will man natürlich keine Leute dazu bringen, dass sie sozialen Wandel wollen. Das, was in Amerika gepusht wird, ist in jedem Song dasselbe. Es geht immer um Drogen, Leute töten, Diamanten, Autos und Frauen. Und dahinter sollen angeblich wieder zwei Gruppen stecken. Behörden und Konzerne. Das angebliche Motiv von Unternehmen ist Geld. Sie sind in den meisten Fällen in privaten Gefängnissen und unbekannten Labels beteiligt und fördern nur Musik, die das Verkaufen von Drogen und den Gangster-Lifestyle verherrlicht. Auch Degeneration, ne? Wenn du eine schwache Gesellschaft hast, wo gerade Männer halt süchtig nach Drogen, Sex, was auch immer sind, so, keine stabilen Familien mehr da sind und so, dann kannst du die Gesellschaft natürlich auch besser kontrollieren, so, ne? Deswegen haben es ja auch Leute mit einer anderen Message schwer in der Musikindustrie, all over the world, so. Und werden immer hart bekämpft eigentlich, wenn du diese ganzen Sachen nicht so krass in den Vordergrund trägst, sondern vielleicht irgendwie zu Bewusstsein anregen willst, gesellschaftskritische Sachen sagst oder ja, solche Sachen, so dann findest du nicht so geil statt, wie wenn du einfach nur den normalen Shit pushst, so. Da sie dadurch direkt von beiden Seiten profitieren. Die andere Partei dagegen will angeblich Chaos, Ignoranz und Gewalt unter der Bevölkerung fördern, da man sie so besser kontrollieren kann. Man sorgt dafür, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich diese Leute als Vorbilder nehmen. Und diese Leute sich entweder damit beschäftigen, sich gegenseitig abzuschießen oder Substanzen verkaufen, letztendlich erwischt werden und Jahrzehnte hinter Gittern verbringen. Sie werden nicht gegen die Regierung agieren, da sie mit anderen Sachen beschäftigt sind. Kanye West ist einer der wenigen, der über dieses Thema spricht und darauf aufmerksam macht. Red Media, if you go to... Andrew hat gerade gefragt, aber wer spricht schon im Hip-Hop gegen den Mainstream? Ja, gab's einige, Digga, gerade auch in Amerika, ne? Aber die wurden halt hart auseinandergenommen. Da Pac zum Beispiel ist derjenige, den ich am meisten da in meinem Kopf habe, so. Weißt du? Pac war krass, Digga. Hier hast du einen gerade. Kanye West hat's versucht, Digga. Teilweise, weißt du? Das gibt da schon einige, die immer wieder versuchen, da was zu tun. Aber ich glaube, das sind halt, wie gesagt, das sind diejenigen, die auch am meisten Gegenwind. Ice Cube jetzt gerade macht gerade eine Tour. Der war jetzt bei Joe Rogan, habe ich mir gestern reingezogen, war bei Tucker Carlson, hat da ein Interview gegeben, erzählt, packt ein bisschen aus so. Weißt du, Dave Chappelle, Bro, ist jetzt kein Rapper, aber ist auch jemand, der auspackt so, der seine Meinung spricht, seine Meinung äußert so. Das sind alle Leute, die mit heftigem Gegenwind zu rechnen haben. DMX damals. So aus allen Bereichen. Es sind immer die Leute, die versuchen, Bewusstsein für Dinge zu schaffen, die gegen diese Mühlen dann kämpfen. Warum ist das so? Warum wird man bekämpft, wenn man eine andere Message hat? Ist doch geil, Digga. Lebt doch den Markt, oder nicht? Apple right now. Go to Apple Music. Let's load up the top 10 songs. I guarantee you, they're promoting black serial killing. Absolutely. Not just one. They're promoting black. The red media is making money off of blacks being serial killers to each other. Also misogynistic. The red media is making money off of that. Was denkt ihr über dieses? It's crazy, Dicker. Und Kanye West ist ja einfach nach seinem Alex Jones Interview disappeared mehr oder weniger. Ne? Da gab es noch diese zwei, drei Videos, die dann im Nachhinein hier noch kamen. Und dann war der weg. Jetzt habe ich irgendeine Collage gesehen, wo die den wieder gefilmt haben. Der hat wohl geheiratet jetzt auch wieder in der Zeit. Wieder eine, die genauso aussieht wie Kim Kardashian. Und ist auch voll aus der Form geraten. Manche Leute sagen, es ist gar nicht mehr Kanye West und so. Also, das ist auch eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Ich würde gerne wissen, was mit Kanye ist. So, warum kommt nichts mehr und was da genau passiert ist. So, weil der war schon heftig unterwegs, gerade zum Schluss, ne, bevor der verschwunden ist. So. Krasses Video, Digga. Flex-Doku, it in, man, Alter. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich muss sagen, ich finde die Flex-Dokus echt nice. Vor allen Dingen, weil er diesen ganzen Content, den ich mir auch teilweise auf Englisch immer selber privat gebe, auf Deutsch zusammenfasst und dann daraus Videos macht. Und das will ich unterstützen. Deswegen, Video ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Geht gerne rüber, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da. Auch hier und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Kanye hat schon ein paar Sachen gesagt und gemacht, die ich nicht gefeiert habe. Ja, ich auch. Aber
Bro, es geht nicht immer darum, ob man die Sachen hundertprozentig feiert, die jemand sagt. So, ne? Es geht auch darum, dass es Leute gibt, die einfach ihre eigene Wahrheit sprechen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist immer das, was ich zum Beispiel fühle. Wenn Leute sich hinsetzen und sagen, ich sag das, was ich denke, mir scheißegal, was ich da zu erwarten habe oder nicht. Weißt du? Und das bricht Barrieren auf, so. Dass man wieder mehr über Dinge reden kann. Gerade in der heutigen Welt ist es voll wichtig, Bro, dass man wieder dahin kommt, dass jeder alles sagen darf, was er möchte, solange er nicht zu Gewalttaten anregt. Solange das alles legal ist, Digga, sollte man darüber reden dürfen, ohne gefickt zu werden. Und ich glaube, wenn Leute auch crazy Dinge sagen, hinter denen ich nicht stehe, dann trägt es dazu bei. Aber du siehst ja, was da mit diesen Leuten auch direkt passiert, ne?